Oide! Oide! Okay. Hat geklappt. Hat geklappt. Und wieder hat geklappt hat. So. Das haben wir ja noch nicht fertig gemacht, ne? Ich vergessen. Und ihr schreit wahrscheinlich alle, aber zu Recht. Oh nein. Ich hasse das, ne? Und wir lieben es doch alle. Oh. Aber es ist auch irgendwie witzig. So, hier fahren wir jetzt nach oben. Und auf geht's. Die nächste Runde geht rückwärts. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Und ran an den Speck. Ein Mond für dich. Hohensprünger im Hochhaus. Höhensprünger im Hochhaus. Ja, jetzt wird's ernst. Okay, oh geil. Guck mal, das ist geil hier, ne? Ich habe aber Angst, mich hier schon rüber zu swaggen, deswegen lasse ich das erstmal noch sein. Oh. Niemand sollte Angst haben. Und zack, die Bohne. Wir haben's. Akrobatik in luftiger Höhe. Tada! Hello! Hello! Und zurück, Marsch! Hä? Warte. So. Genau! Oh! Wäre jetzt ja fast hier abglitscht, ne? Wollte ich nicht. Ah, scheiße, das wäre die Geschichte. Ich hasse das, ne? Der Level macht mich richtig aggressiv. Das macht mich so aggressiv. Jedes Mal, wenn ich am Bahnhof aussteige, stehen erstmal 20 Leute vor dir und alle stehen sie im Weg. Jeder für sich alleine und aber trotzdem irgendwie alle zusammen. Irgendwie trotzdem alle zusammen. Komm. Hier war doch noch was, ne? Das heißt direkt hier vor mir, ne? Oder da drüber? Ach, wie schön. Hallo. Nee, doch nicht. Was? Aber zumindest ist hier noch ein bisschen was mit Münzen. Hier ist doch was mit Münzen. Okay, dann ist ja hier... Was? Ach ja. Ich muss ja eben mit dem Auto fahren, ne? Ach, okay. Es war ja schon vorher klar, dass ich hier irgendwas übersehen habe, aber ich weiß nicht genau, was ich da übersehen haben soll. Kriege ich hier vielleicht nochmal eine Meldung? Habe ich hier was übersehen? Bin ich überhaupt richtig? Ich fahre nochmal zurück. Ich hab doch keine Ahnung. So. Welche Nummer ist das denn? Haben wir dafür einen Namen? Das wäre doch mal cool. Auf dem Hausdach. Ne, 30 heißt sie. Ne, 30. Oh, 30. 30 weiß ich. Wir müssen da doch 100 von diesen Scheißsprüngen machen, ne? Ich hasse es. So, ein Zehntel haben wir. Nicht immer schneller werden. Viertel haben wir. Ich finde, 50 ist schon genug.
Leute, ich kann gerade nicht. Ach, scheiße. Was ist das eigentlich für ein räudiger Blödsinn, ey? Da kann man doch auch sagen, 50 reichen. 50, vollkommen genug. Hashtag, gib mir 50. Gib keine 50, Leute. Gib keine 50. Wie, was heißt hier, versuch's gerne mal wieder. Tante, du hast doch noch gar nicht richtig angefangen. Was heißt, oh Leute, ich will das nicht machen müssen. Ich will ja 100%, aber so ein Quatsch hier. Ehrlich jetzt. Warum wollen die eigentlich, dass man das macht? Vor allem, wenn man da so oft zwischendurch einfach versehentlich einen Doppelsprung macht. Das ist eigentlich der große Quatsch dabei. Ich will nicht. Oh Mann! Das ist. Ich hasse es einfach, wenn so ein gutes Spiel existiert und die machen das mit so einer Kacke dann kaputt, ne? Nee, ich hab da keinen Bock drauf, Leute. Ich will das einfach nicht machen. Versuch's gern mal wieder, dann schwing dein Seil doch. Alte Ziege. Ah. Ich werde das irgendwann mal off-cam machen, weil das dauert wirklich. Sonst stehen wir hier wirklich eine Stunde. Ich kann Seilspringen einfach nicht. Ich kriege das mit dem Timing nicht hin. Punkt. Das habe ich als Kind nicht hingekriegt. Ich musste damals meine Mutter bei diesem Tiny Toon Super Nintendo Spiel fragen, dass sie mir das Seilspringen macht. Weil ich das nie hingekriegt habe. Wenn bei Mario Party 1 Seilspringen angesagt war, da wurden meine Freunde immer hellhörig, weil die sofort wussten, hier, da kriegst du den Maddie. Alles andere konnte ich, ne? Aber das nicht. Wenn es wenigstens nur 50 wären, ne? Wie soll man denn so wenig springen? Wie soll man denn so kurz springen nur? Wie soll das gehen? Was ist das für eine Scheiße hier eigentlich? Versuch's gern mal wieder. Ich hab ein Tinder-Profil. Mann, ey. Versuch's jetzt mal mit. Ach, mit dem Zeigefinger wird das auch nichts. Wieso? 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 Ah. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt hier Seilspringen. 100 Sprünge müssen die machen. Was? 100 Sprünge? Weißt du, wie viel das ist? 100 Sprünge machen die. Oh Leute, das ist der schwerste Mond im ganzen Spiel für mich. Ich kann's nicht. Ich kann es nicht. Oh Mann. Das ist auch mit Abstand das Frustrierendste, was ich jemals gemacht habe. Obwohl eine Lateinklausur damals, die Lektüreübung Grundlagenprosa, als ich die zum ersten Mal geschrieben hatte. Ja, da bin ich einmal durchgefallen. Das war auch sehr frustrierend. Da bin ich sehr knapp durchgefallen. Ach komm.
Nee, ich spring zu hoch. Ich komme aus dem Tag. Mann, ey. Echt, wer das gesagt hat, bitte sofort Cyan-Kali weg. Also, wer sich da das ausgedacht hat, Dummheit. Einfach nur vollkommener Scheiß. Oh. So, haben wir uns beruhigt? Doch nicht Cyan-Kali weg. Jetzt dann guckt das wieder irgendjemand. Dann Maddie, der ist immer so böse. Nee, ich wollte ja jetzt nochmal den Vogel fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas in diesem Spiel schwieriger sein wird als das. Mit Cityland Kunst gefunden. Ja, ich weiß, das kenne ich. Scharfschütze ohne Beschuss. Ja, Scharfschütze ohne Beschuss ist der hier. Okay. Ja. Ja. Die Noah 42, die wird uns jetzt nochmal ein bisschen fuchsen. Die habe ich auch beim letzten Mal einfach nicht gefunden. Wahrscheinlich ist sie nur wieder ganz blöd versteckt. Ich wusste ja, dass da noch was Zweites sein soll, ne? Aber ich habe es einfach nicht gesehen. Okay. Dann schauen wir mal. Wir haben ja schon einmal das gemacht hier, ne? Da haben wir die ganzen Sachen fertig gekriegt. Wie wäre es, wenn wir das einfach mal so machen? Wir benutzen den Panzer erstmal nicht. Weil Scharfschütze ohne Beschuss... sind wir einfach mal gar keine Scharfschützen. Ich sträube mir da gerade so ein bisschen. Sträube mich. Hier irgendwelche Dinge umzuschießen. Die uns vielleicht irgendwann nochmal nützlich sein werden. Obwohl das hier ist ja egal eigentlich. Boom. Dann kommen wir hier rüber. Okay. Die Dinge haben wir ja schon alle geholt. Ach. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man alle von den Dingern hier zerstören muss. Oder zumindest eins von diesen Dingern, das dann die Banane hat. Vermutlich haben wir das gerade beim letzten Mal nicht gemacht. Was ist hier? Ach, okay. Okay, umdrehen. Ah. Ein Schlawiner. Wie er im Buche steht. So, haben wir jetzt alle? Nee. Die Jungs, die regenerieren sich auch immer so schnell. Scharfschütze unter Beschuss. Nee. Ist da vielleicht eins zu schnell? Tja, tja, tja. Wie soll das gehen? Ich meine, ja gut. Ein Kaffee wird immer getrunken. Aber was ist... Ich weiß doch nicht. Hier das Auto, was so in der Ecke steht, ne? Das muss hier weg. Der Halter des grauen PKW, Ford Mustang. Bitte wegfahren. Ansonsten kommt Mario und knallt den einfach mit einer Granate um. Wenigstens eine Granate, die Spaß macht. Worauf sie sich verlassen können. So. Richtig böse wäre ich natürlich, wenn dieses Spiel... die Tonnen umwirft, ohne dass ich meinen Dazutun irgendwie bringe. Dann werde ich richtig stinkig. Da wäre ich sowas von stinkig. Boah. Ist da oben? Da oben drauf? Meinst du?
Ja. Entmann, was machst du da? Oh. Da oben, da sieht es doch so wichtig aus. Kann ich hier nicht irgendwie rein? Da so rein in die Kurs? Nein. Keine Ahnung. Naja, vielleicht fällt es uns ja beim nächsten Mal ein. Macht's gut, Leute. Ich werde sowas von nachgucken.